vom lausigen Bestly Ben Siddons angelegter Vorrat. Und das schmeißen wir auf den Tisch und wir kommen zurück zu Sea of Thieves. Muss ich das selber, meinen Scheiß selber annehmen. Finde ich mal lustig. Ich schmeiß das dahin und dann ist das doch meiner. Hast du eigentlich schon den Anker gelichtet? Nee, oder? Nö. Wo ist die Info? Keine Ahnung, wir fahren einfach schon mal. Es dreht mich. Ah, ich hab sie. Die ist unter, hinter uns. Okay. Also wir können nach Süden drehen und dann gehen wir... Ja, nach Süden. Einmal nach Süden. Hosenrunde. Okay. Ganz ehrlich, ich hoffe so ein bisschen auf Action. Oder es, also wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen. Wir müssen ja diese Pulverfassdrohne noch abgeben. Mhm. Okay, drei Tage. 27. Zeit. Um 7 Uhr. Wir müssen 23, glaube ich. Ja, warte mal, auf die Uhr gucken. Der 22 ist sogar noch. Also und am 27 müssen wir abgeben, ne? Ja. Also gesagt, 5 Tage ist okay. Einmal nach Süd-Südwest. Süd-Südwest? Südwest. Süd-Südwest. Südwest. Süd. Südwest. Irgendwie voll chillig, irgendwie die ganzen Piraten hier. Es ist ja nicht gesagt, wenn ich jetzt hier am Steuer bin, dass ich der Kapitän bin. Es kann ja auch sein, dass du der Kapitän bist und ich einfach nur der Steuermann. Ja, weil ich die schickere Kleidung habe. Ja. Franzose. Freust dich auf die WM, ne? Freust dich auf die ich WM. Ich sehe mich als Preuße. Preußischer Seefahrer ist auch gut. Tschüss! Du hast ja voll die coole Kanone. Sieht eher aus wie so ein Saufhorn, aber es ist okay. Passt doch. Aus dem Saufhorn wird geschossen. Ist eigentlich schon nachgeladen, auch nachgeladen, ist ja schon krass. Alles ist, das Schiff ist ja wirklich vorbereitet, man glaubt's kaum. Ja, die Insel ist es voraus. Kann man eigentlich das Segel hier hinten oder der Stoff hier nicht auch noch ankritzeln? Weil ich finde ganz ehrlich, jetzt so ein schickes grünes Segel oder hier so ein weißer Lumpen. Weiß ich nicht, wie das geht, vielleicht. Die Unabux von, das ist auch hier wir so. Wir sollten das Schiff, die Insel rechts umschiffen und dann in die Bucht gleich machen. Machen wir. Ein bisschen okay. Steuermann, mach mal. Ich stelle mich jetzt hier hin. Da lang. Wo bist du denn? Hinter dir. Was für die Segelohren. Mit deinen Segelohren kommen wir noch mal ein bisschen mehr an den Wind dran. Ja. Junge, Junge. Du schmast schon wieder, ey. Furchtbar. Hast ja auch keine Zähne mehr in der Fresse. Ich freue mich ja total auf die, wie heißt das eigentlich nicht, das eine ist die Galeone, der andere ist Schaluppe und wie heißt das Dreierschiff, was Brigantine. Jetzt kommt? Brigantine. Oh, wie geil, ey. Weil es wird natürlich jetzt öfters vorkommen, dass die vielleicht die Axo andere Schichten Zoe. Hat und nicht kann, ja, dann kann. Machen wir nur mit Zoe und wenn die Zoe mal nicht da ist, dann machen wir nur mit Axo. Immer flotten Dreier. Wir machen so mit uns. Das machen wir sowieso. So, jetzt einmal da dann... Du kannst theoretisch zwischen diesen kleinen Inseln durchfahren. Theoretisch. Theoretisch. Aber ich würde vielleicht nicht was geben. Aber... Also schon ziemlich. Voll schön die Insel. Die blüht so schön. Oh, die blüht so schön. Der Enzian blüht. Autsch! Ach, Schiller. Der trifft auch. Achtung! Das war knapp. Hat aber keinen Schaden gemacht hier hinten. Ist eingeschlagen, aber kein Schaden. Tja, das sind so Billigkanonen. Ach, der trifft aber jetzt. 3, 2, 1, der trifft auch. 3, 2, 1. Oh, der war knapp. Oh mein fucking goodness. Okay. Alles gut. Nee, ich habe hier ein paar Felsen, die irgendwie... Hier sind alles voller Felsen, das ist voll böse. Guck mal, voll tückisch. Muss mal kommen. Voll türkisch? Nicht türkisch, tückisch. Guck dir das mal an. Voll mies hier oben. Hier können wir jetzt anlegen, dann direkt. Ja? Einmal rum. Mach mal Anker. Anker. Hä? Ja, stopp. Ich bin auch dran. Wir können auch hier hin. Okay. Oh mein fucking Gott. Werden wir noch beschossen? Ja. Von hier auch? Ich war gerade aus dem... Oh fuck. Wir müssen weg hier.
Autsch. Keine gute Bucht. Hab getroffen. Ist tot. Kein Wunder, so Panik schiebst. Alles gut? Ich hab noch geguckt. Okay, Oh, der ist gerade über meinem Kopf geflogen! Nee, hey, da bleib. Alles gut. Lass mich mal. Ich treffe einfach. Ich fall jetzt hier weg. Nein, ich will doch treffen. Oh. Weil jetzt sind wir aufgelaufen. Die sind die ganze Zeit aufgelaufen gewesen. Fahren wir rückwärts? Ja, wir fahren rückwärts. Oh, wir haben Wasser drin. Oh, wir haben richtig viel Wasser. Reparieren. Mach du das mal. Sag mal, ist der durch das Loch geflogen? Ich werde jetzt einfach stehen geblieben. Ich hätte ihn mit dem Kanon abgeschossen. Ist egal. Einmal Captain und die Leute hören einfach nicht auf mehr. Meuterei. Steht ein bisschen doof, aber ist okay. Ja. Gut. Okay, ich spring schon mal rein. Ich weiß noch nicht, was ich machen muss, aber hey. So. Ja, guck auf die Karte. Ist das der goldene? Welchen haben wir denn jetzt eigentlich gemacht? Oh, das ist noch was. Leuchtet hier. Ah, das sind die Pflanzen, die leuchten. Ist das. Schlange. Ist das, glaube ich. Ist das die Kiste finden, ne? Ja. Vollgemisch. Vollgemisch? Ich muss gerade mal gucken, wo wir gerade sind hier. Ja, ich bin in der Höhle drin. Aber das ist nicht in der Höhle, das ist oben. Ja, aber du musst durch die Höhle durch, dann kannst du da hin. Ayosure? Ayosure. Warum weißt du denn das? Du warst schon hier! Das ist bestimmt ein Lehrer. Weil ich allwissend bin. Ich höre irgendwo hier sein. Ein Schweinchen. Hallo. So. Gucken. Das. Oh, ich bin schon zu weit. Oh, hallo. Sind wir nicht hier? Muss das nicht hier sein irgendwo? Hier, glaube ich. Ja, irgendwo hier. Hm. Irgendwie das Gefühl, dass es hier war. Es kann auch sein, dass es ein Stückchen höher ist. Hä? Nochmal auf die Karte gucken. Also, ich bin jetzt hier rechts gelaufen, dann links, nochmal links. Dann müssen wir die ganze Inselung graben. Nee, es müsste dann doch hier sein, hier in der Nähe. Ah, du warst aber schon hier. Hä? Nein, oh, ich bin runtergefallen. Geil, eine Banane. Komisch. Irgendwie hab ich jetzt gerade den Laufweg nicht ganz mal gerafft, den ich gerade gelaufen bin. Also, ich bin von unten gekommen. Und vom Süden bin ich hoch. Genau. Du hast da hinten auch schon umgegraben. Ich verstehe das jetzt nicht. Warte, ich will jetzt nochmal den Laufweg gehen. So, also. Das ist die Bucht aus dem Süden. Da bin ich hier hochgelaufen. So, nochmal so. Jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Bock auf Skelette. So, hochgelaufen. Dann müsste ich einmal links. Das wäre hier. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich glaube, ich weiß. Nein, okay, ich glaube, ich weiß es doch. Ums Verleben. Dann ist das doch hier. Hä? Ich verstehe das nicht. Hm. Aber wir sind schon richtig an der Stelle. Wir müssen es, glaube ich, nur noch finden. Also nur noch richtig graben.
Mann, was ist denn das? Sag mal, ist das vielleicht doch in der Höhle? Oh Gott. Ah. Es zeigt ja eigentlich an, hier so in der Ecke. Neben diesem Baum. Theoretisch. Hier ist übrigens wieder so ein... Tussi im Wasser. Was macht man denn mit der? Also, ich versuche das nochmal. Also. Ich bin hier hoch, hier laufe. So, jetzt komme ich an diese Stelle, wo diese Nippels ist, genau. Das wäre der. Da muss ich dann hier hoch. Und dann links. Aha, da muss ich hier runter. Und dann? Ja, hier müsste es sein. Hier müsste es sein. Oder hier? Oh. Hast du es? Nee, hinten runtergefallen. Ah, ich hab's. Okay, hier ist. Oh Gott. Ich geh nicht, du kommst. Aua. Ich hätte doch keine Zeit. Ah. Steht doch vor uns, sie sind. Wir haben uns vertan an der einen Stelle. Da musste man so ein bisschen. Hier vorne war diese blöde Kreuzung. Da haben wir uns ein bisschen vertan. Okay. Also das Schiff ist, glaube ich, direkt. Und was ist hier? Nee, hier, direkt hier runter. Tschüss. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ja. Warum du nicht bleiben bei Captain? Wo bist denn du hin? Am Schiff? Du bist jetzt auch zurückgelaufen. Von Umweg gelaufen. Nee, ich bin wieder zurückgelaufen. Ach. Und dann richtig. Boah, viele Fische unter Wasser. Voll geil. Finde ich voll gut. Voll geil aus. Oh, ich muss so langsam wieder aufsteigen. So, der kann ja gar nicht unter Wasser atmen. Wieder keine Kiemen. Ich tue die mal hier unten in die Kiste. Und hier neben. Da vielleicht. Jetzt müssen wir ablegen, gleich nach Westen eigentlich. Kriegen wir das. Ne, das kriegen wir nicht mehr rum. Wir müssen die Uhrzeit noch ein bisschen gucken, ne? Ja, ja. Aber das kriegen wir nicht mehr rum, oder? Gleich. Doch, ich kann nicht das rum. Wir müssen einfach nur. 21. ist jetzt. Das reicht. Einfach nur langsam machen. Wir dürfen keine Segel runterlassen. Du gehst nach links? Ja, das meine ich. Er trägt nach Westen. Aber ich hätte jetzt erstmal hier rausgedreht. Okay. Mach mal doch. Okay, geht da. Guck mal, die kleinen Felsen hier vorne. Siehst du die ganzen Felsen? Ja, ja. Und die sind ganz, das sind ganz viele im Wasser. Voll fiese, miese. Vor uns ist eine Schlüpp, oder? Ja, da hinten leuchtet Licht. Ich weiß nicht, ob das eine Schaluppe ist. Oh, wir schießen da. Achso, noch die. Ja, die schon wieder. Na, kurz stimmt einigermaßen. Die schießen verdammt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal, der schießt immer noch. Guck mal, immer noch höher. Guck mal, wie hoch. Guck mal. Guck dir den mal, da kommt der. Ein Asteroid. Der trifft sogar. Der trifft. Nicht. Oh, der war gut. Schießt er nochmal? Nee, ne? Das ist ziemlich schnell. Ach, das ist gut. Hast du schon eingezeichnet, wo wir hin müssen? Ja.
Ja. Ist das die hier vorne? Nee. Du fährst halt irgendwie so schön drauf zu. Ja, es schwankt hier gerade wie blöd. Da drumherum und dann West. West-Nordwest. Das ist das Lied für unsere Matrosenweiber Axel und Zoe. Boah. Rudern! Haben wir irgendwas an Bord, außer die eine Kiste? Nö, ne? Pulverfass, was auch noch weg muss. Hm. Das sind... Ja, das ist eine Schaluppe. Und das ist, glaube ich, auch der Außenposten. Möchte du was? Eine Flaschenpost, ne? Ja, sehe ich. Ich gehe so kurz holen. Ich muss mal wirklich mit diesem blöden Sprung... Oh, die fahren gerade los. Dann hol die Anker wieder hoch. Die drehen aber weg. Das sind die mit der weißen Flagge wieder. Die Mission. Zwei Truhen auf einer anderen Insel noch. Guck mal, welche das ist. Oh, leckt das gerade hier. Was ist los hier? Hier ist schon wieder so eine komische Tante. Also die ist, glaube ich, immer hier so eine Tante, ne? In der Nähe von den Inseln. Diese um. Was ist für eine Insel hier? Eine Insel. Kannst einen Anker hochlassen. Ja, ich suche gerade die Inseln. Voll schön das Wasser hier. Ist alles so richtig gemütlich. Ja, Speckborn. Ah, ich habe ein Schiff gekentert. Gekentert? Entert. Und dann gekentert. Erkentert, habe ich gesagt. Erkentert. Was ist denn dieses scheiß Ding? Ah, hier, der Lookout Point ist es. Können wir dann danach hin? Müssen wir erstmal nach Westen abdrehen. Mhm. Arbeite. Muss ich ja wohl wieder machen. Weil es direkt nach Westen. Dann genau auf Westen halten. Ich glaube, man sieht es schon im Hintergrund. Ja. Ja, wir müssen aber trotzdem erstmal die Pulverfass abgeben. War es gerade ein Schuss oder war es gerade ein Gewitter? Das Gewitter da rechts. Ah, da. Sieht voll gut aus. Sag mal, ist eigentlich nicht jeden Tag Raid? Also das hast du gesehen, dieser Totenkopf? Irgendwie sieht man den nicht immer. Ich glaube, das ist auch nur zu bestimmten Zeiten, oder? Wir sind rechts. Hm. Ja. Das ist übrigens ein Schiff, oder? Ist es nur irgendwas anderes? Ne, ist ein Türmchen. Wir haben in letzter Zeit, seitdem wir mit der Schaluppe unterwegs sind, gar keine Galeone mehr gesehen, ne? Ja, ich weiß nicht, ob die das vielleicht anpassen auch ein bisschen. Aber das ist das rechts da? Das ist rechts ist eine Schaluppe. Ah ja. Angelegt an irgendeinem Outpost.
Die haben auch voll mehrere Licht an, ne? Die sieht man ja wirklich 10.000 Kilometer. Ist sogar im Nebel. Das ist da vorne an, das ist aber trotzdem noch ein Segel, oder? Wo? Nee, nee. Nee, das ist einfach dieser Turm. Ja. Das ist Skelettturm. Und der Außenposten ist der hier direkt voraus, oder? Ich gucke. Ja. Oh Gott, ich bin vom Boot gefallen. Ich wollte gerade gucken gehen und bin falsch gelaufen. Mach du mal, fahr du mal weiter. Ich fahr. Da ist er. Plunder Außenposten. Kann man eigentlich nicht tiefer schwimmen? Wie tief kann man eigentlich tauchen im Spiel? Das ist die Frage. Bring me to hell, ich meine zu meinem Kollegen. Da bin ich. Juhu. Bin zum Bremsen da. In deiner Bremsspur. In der Hose. Das Segel noch mal ein bisschen runter. Bisschen. Das geht immer, fällt immer so schnell runter. Kann ich nichts für, das bin ich so gewohnt. Die Hosen fallen einfach so schnell. Die Hosen fallen immer so schnell. Ja, warte. Anker. Jetzt. Kann man sagen, das wäre ganz gut gewesen. Ich nehme die Kiste hin und du nimmst in das Fass, oder was? Passt du? Göttlich. Göttlich, aber trotzdem komme ich hier nicht hoch. Und? Mal gucken. 600. Oh, fett. Alter Schwede. 153. Wow. Oh. Du. Du. Du Schiff, du! Ich hab erschossen. So, was habe ich jetzt am Money? Könnte für ein Holzbein reichen. Aber Holzbein, hast du. Wie hell? Wieso? Hast du so wenig Geld? Ich habe jetzt ganz Zeug gekauft hier. Okay. Ich muss jetzt mal nach der Hose. Reicht noch nicht. Hey, die habe ich schon wieder, nur diese blöden Hosen. Nimm ich die hier mal? Was ist denn das eigentlich hier? Handelsmann, okay. Achso, man kann hier so welche Ränge nicht kaufen, aber eben freischalten oder freischalten. Dings sind da. Wo ich bräuchte mal eine andere Hose als erstes. Oder Stiefel. Ja, die Hosen, ich finde die Hosen sind alles so ein bisschen recht Lulu. Nee, ich hol mir erstmal Holzbein. Okay, ich habe jetzt erstmal aber ich brauchte noch eine Hose Geld gekauft. Und jetzt könnte ich mir langsam auch mal eine Mütze kaufen. Die kostet aber leider noch zu viel jetzt wieder. Was haben die denn für Mützen? Das sieht nicht schön aus. Das hier eine Kackmütze, das ist auch eine Kack. Ja, das geht eigentlich noch. Was ist das für ein Vogel auf der Mütze? Nee. Das gelbe. Aber das Mütze geht auch so ein bisschen nach bestimmter Zeit oder so, dass es halt täglich nur dieses Angebot gibt. Ja, ich habe keine Ahnung. Was soll das jetzt sein? Verstoßenes Holzbein des Schiffsratte. Huch. Ich weiß nicht, warum das so teuer ist, obwohl es einfach nur ein publikes Holzbein ist. Das Schiffsratte? Nee. Mhm. Das ist doch, ich habe hier verstoßenes Holzbein, das ist so eine Art kaputte Flasche. Ah, aber das gibt noch eins, der Schiffsratte, das kostet irgendwie doppelt so viel und sieht aber halt echt nur aus wie normales Holzbein. Das habe ich gar nicht. Wo hast denn das? Weil Holzbein des Schiffsratte? Nur gucken, was das teuerste ist. Ah, du meinst das schändliche Holzbein der Schiffsratte? Ja, genau. Ja, aber sieht doch schon schick aus, also richtig fett, ne? Also es. Das ist halt ein publikes Holzbein. Please, come back. Taschenuhr ist ja schick. Please, come back.
shut the fuck up. Ich habe mir eine Hose gekauft. Guck mal, geil, ich habe jetzt so eine coole Hose, wo mein Bein rausguckt. Bei meinen Stiefeln. Sieht total affig aus, aber hey. Ja. Wie kann ich mir sowas ausziehen? Geh doch einfach die neue an. Nee, ich habe jetzt zum Beispiel hier so ein Stirnband angezogen, das möchte ich aber gerne wieder ausziehen. Okay. Einfach auf den Pfeil mit dem roten... Ja, dann machst du halt immer alles eigentlich, oder? Alles? Ja. Nee. Ah, nee, du musst erst eins markieren und dann wird es entfernt. Guck, das ist meine Hose, die ich jetzt anhabe. Aber das sieht auch ganz komisch aus mit den Stiefeln jetzt. Guck da so ein dünnes Bein raus. Kleiner Geld, Holzabschneider, Scheißer, du. So, ich gucke mal ganz kurz, was ich hier noch mitnehmen kann. Kugeln noch eine mitgenommen? Hier sind noch ein paar. Hier sind noch drei Kugeln. Wenn du eine brauchst. Oder ich bin schon voll beladen. Aber ganz ehrlich gesagt, brauchen wir eigentlich immer. Ach, ich bin voll, ist gut. Hacke voll. So, lass uns dann mal gleich einen nächsten Auftrag machen, bevor wir es da zu dem anderen geschafft. Eigentlich wie meint haben. Boah, was sind das alles? Was? Der unbedeutende Darlie Hardner. Darkbait Cuff. Oh Gott. Das sieht alles aus wie eine Hähnchenkeule. Wanderers Refugee und die Hähnchenkeule, ja. Heißt die Hähnchenkeule rein zufällig nee. Paradise Springs? Nee. Nicht. Das sieht aus wie so ein Lolli irgendwie. Ja, das sieht aus wie so eine Haarbürste. Boah, machst du es aber schnell hier, ey. Wie hießen die Insel? Da ist er, glaube ich, ne? Pickenei. Ja. Das ist sogar so. Dann brauchen wir noch, warte mal, wir brauchen noch Sharkbait Cove. Was ist mit Sharkbait? Was sind das eigentlich immer? Inseln in der Nähe? Eigentlich schon, ja. Mehr oder weniger. Warte, was muss ich zoomen raus? So, jetzt gehen wir nochmal rein. Hier kannst du halt ganz links. Diese Runde wieder, diese große Runde. Ach, dieses hier. Okay. Genau, und dann brauchen wir noch Wanderers Refugee. Das habe ich gerade eben irgendwo gesehen. Oder wäre einem schlecht, wenn man darauf guckt. Okay, gefunden. Also, okay. Wir hätten als erstes direkt nach rechts, also runter. Genau, ich würde es vielleicht so mal. Eigentlich müssten wir. Warte mal. Ich würde Richtung Süden fahren. Ich würde vielleicht sogar erst die kleine hier machen. Die obere meinst du, die Chicken? Nee, lass mal dran. Wieder die Lookout Point. Nach Süden, also. Das ist die von der Flaschenpost. Mhm. Und die anderen gehören ja zusammen. Wenn wir die dann alle gleichzeitig abgeben, dann ging mir halt nochmal ein Bonus. Aber die Flaschenpost können wir dann zwischendurch mal abgeben. Weil das sind zwei Truhen, das wäre schade, wenn wir die verlieren dann auch noch. Krieg hier einen Drehwurm. Dann fahren wir mal Richtung Süden. Ja, das ist so gleich hier, oder? Das kleine Ding müsste das sein. Ja. Ich geb mal Gas, ne? Das ist immer ein kleines Ding. Hol dich fest. Hol dich fest. So. Voll dunkel, ey. Ich mach mal Licht. So. Wir fahren genau drauf zu, ja. Scheinwerfer, den du da rumträgst, oder was? Damit die Leute wissen. Was? Achso, ich wollte sagen. Die Rosen sind da. Egal. Wene? Seid ihr noch da? Wir hatten das Licht ausgemacht.
eine Spende für den Meister. Da kommt er wieder. Mal schauen, wo müssen wir denn hin? Voll drauf zu. Ja, nee, wo genau? Also wo ist es am besten anzulegen? Eigentlich einmal um das Schild. Nee, direkt drauf zu. Oder drum. Aber. Wir sind eigentlich richtig. Wir fahren eigentlich. Weil man es kommt. Wir fahren ziemlich schnell drauf zu. Ja, wir fahren ziemlich schnell gut ab. Den Anker schmeißen. Ja. Jetzt. Genau so sollte es auch sein. Das ist wie so. Ich wollte eigentlich gerade das. So mit dem Didgeridoo gespielt. Ich sage jetzt nicht, wonach das ist, diese Insel aussieht, aber. Die Insel? Die sieht doch aus wie ein Hähnchenschenkel oder was? Was nee, nicht die. Die ist andere sind aus dem Hähnchenschenkel. Welche sind wir denn jetzt? Nicht auf der, immer noch nicht auf der Hähnchenschenkel. Sind wir nicht auf der Hähnchenschenkel? Die sieht aus wie ein Schniedel. Auf der obersten, genau. Das ist ein Schniedel, wir müssen an die Spitze. Sind wir wirklich der? Ja. Ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade ganz ehrlich gedacht, dass wir fahren auf die andere Insel. Nee. Ich habe doch gesagt, wir müssen erst die machen mit der Flaschenpost. Ja. Ich würde die dann abgeben. Aber dann wir sind. Ah ja, Chicken war ja über uns gewesen. Falsch, ja. Es ist richtig. Ist richtig. Was für ein Scheiß hier. So, eigentlich müssen wir dann ja hier. Hier ist die Spitze. Und da kommt dann dieser Weg. Der geht dann da rechts. Ja, dann muss es eigentlich hier sein. Ja. Schon gefunden. Gut. Ja. Oh shit. Aber es sind ja zwei. Die zwei. Oh, keine Waffe, keine Munition mehr. Aber ich muss mir kämpfen. Where? Machst du sie? Ja. Du gräbst, ich kämpfe. Ich wüsste wohl, wo sind die anderen noch? Wo ist hier noch einer? Ach, da unten. Hallo. So, du hattest. Ach, da unten ist noch einer. Ja, ich geh mal das Schiff bringen. Oh, der hat eine Waffe. Hm? Der hat eine Pistole gehabt. Hat auf mich gezielt. Hast du sie schon, die andere? Ja, die andere noch nicht. Die musst du noch suchen. Aber. Wieder ein Wal unterwegs. Ja, es ist dieses. Dieses. Ist es hier? Oh ja, doch, das hört sich doch wieder ziemlich eigenartig an. Voll cooler Topf hier. Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo wir gerade stehen. Also, wir sind an der Spitze, ne? Ja. Und dann müssten wir. Sind wir jetzt eigentlich unten gelandet oder oben gelandet? Wir sind unten gelandet, oder? Wir sind oben gelandet. Ach, oben gelandet. Einfach, wir einfach auf der anderen Seite da oben. Da war ich doch da hinten doch richtig. Ein bisschen gruselig, diese Geräusche hier. Ja. Vielleicht kommen wir oder soll ich rüberkommen? Wahrscheinlich wegen Skeletten nicht schlecht. Ne? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich gönn. Hä? Gönn. Ich gönn. Muss mal wieder auf die Karte gucken. Du buddelst schon wieder, aber irgendwie. Nee, nee, ich hab einfach nur mal irgendwo reingehauen. Müsste hier sein eigentlich. Ja? Also ja. Ich. Ach, hast du das schon? Okay. Wo ist denn das Boot? Ach, ich stehe auf dem scheiß Boot. Ich gucke auch die ganze Zeit auf die Karte und suche das Boot und stehe auf dem Boot, ey. Skandal. Der läuft weg. Ja, gut. So eisenbeschlagene Kiste. Ja, gibt nicht viel. Haha. Ja. Ha. Die andere gibt auch nicht viel. Weil die auch so eine hässliche. Ja, auch so eine hässliche. Aber ich würde die jetzt zuerst abgeben. Dann haben wir die zumindest mal safe. Bevor wir da jetzt mit 10 Kisten mit durch die Gegend gurken. Rumeiern. Muss ich da mal runtertauchen. Ah ja, das ist aber rot diesmal.
Das macht Geräusch, wenn man drauf schießt. Was denn da machen? Bist du am Kämpfen noch da unten? Nö, schlag mal auf dieser Statue wieder. Oh, ich muss mal Luft holen. Irgendwas eine Aktion machen und Rodes muss gegen tanzen oder so. Oder? Kann man nicht. Das ist es. Es macht keinen Schaden, kann das sein? Nö. Aber ich krieg Schaden. Jetzt machst du wieder Schaden. Achso, du meinst. Ja. Egal. Wir fahren mal wieder weg. Wohin? Zurück zum Außenposten. Also hier der direkt. Direkt links hier. In der Richtung. Genau, geradeaus. Alter, die Didgeridoos. Also, ich könnte mir das nicht den ganzen Tag antun. Es gibt ja Leute, die mögen das ja auch. Auch das Spielen finde ich total anstrengend. Also, wenn man das in dem. In der Band, in der Musik, in einem Musikstück macht, das ist okay, aber in so einem, alleine da irgendwie an einem Straßenrand rumzuhocken und dann immer. Nächste Plug. Gibt auch diesen Regenmacherstab, wo man dann so immer umdreht und dann kommt dann immer diese Reiskörner, die da drin sich bewegen an so Nägeln oder sowas. Beim fünften Mal würde ich dem Typen das Ding auf den Kopf hauen, ey. Hatte ich eigentlich schon mal gesagt, dass das Wasser richtig gut aussieht? Nee. Wollte ich das mal erwähnt haben. Du könntest eigentlich mal voll einfach voll nur auf die Insel fahren. Warum? Ja, sind wir schneller. Na. Wo ist eigentlich deine Kiste oben? Ja. Nichts los, ne? Irgendwie ist hier nichts los auf dem Server. Aber das ist voll gut, dann können wir richtig fett Money machen. Money. Drehen, hart drehen. Deine Mutter dreht am Rad. Ja, die drehen. Nimm mir mal den Wind aus dem Segel ein bisschen. Wir kommen da nämlich gerade ziemlich flott an. Das ist gut. Mombo, keine Schramme, du! Oh, göttlich. Junge. Und... Ja! Wo bin ich hier gelandet? Auf der zweiten Etage. Ich hänge fest. Aha. Hast du geschafft? Ja. Scheiß Cheater. Das kommt wegen der neuen Hose, die zwickt ein bisschen. Bisschen eng. Wow. Naja, Kleinvieh macht auch nichts. Ah, 227. Ja, meine. Aber wir können echt mal eine neue Kiste. Cool. Was war das denn für ein Geräusch? Oh, mein Moment. Ach so, ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Ich hab gegähnt. Ich hab gedacht, hä? Was ist denn jetzt kaputt? Oh. Schnauze.
So, jetzt, bist du schon auf dem Schiff? Nee. Jetzt. Mach, komm mal runter, mach mal Krisenplanung, Kampfplanung. Warte. Ausdauer. Ist egal, wir fahren ja noch nicht los. Wir schippeln hier doch vor uns herum. Das ist doch kein Problem. Währenddessen wieder den Kriegsplan erschaffen. So. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen hier runter zur Sharkbait. Ja, und dann? Dann hoch zu Chicken Isle. Und dann hoch zur Wanderers Refuge und dann zum Außenposten Golden Sands. Perfekt. Gebongt. Also einmal Richtung. Ups, habe ich darauf gedrückt? Hast du was gemacht? Das mache ich. Okay. Immer Südwesten. Einmal Südwesten. Lassen Sie die Hose runter. Muss erstmal Bananen essen. So. Währenddessen wir die Hosen runterlassen und uns auf Graves Bananen stürzen, sage ich dann mal für diese Folge Tschüssi Büssel und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier mitten auf dem Schiff wieder. Ich mach mal den hier.